Minmus-Lander. Aha. Minmus-Lander. Minmus Space Station. Da ist sie. 40 Kilometer ist sie noch von uns weg. Ich wähle sie mal sicherheitshalber ab, dass hier keine Unfälle passieren. So. Also, wir burnen jetzt einfach, bis der Tank leer ist, Retro. Und dann fliegen wir mit unseren kleinen Aushilfstriebwerken weiter. Da müssten wir so ungefähr 800, 800 ein bisschen waren es, glaube ich, Delta V drin haben. Na komm, mach dich leer. 835 sind es. Gut, jetzt machen wir die Manöverserie gleich durch. Also, set as target. Prinzipiell ist das auch gut, dass die Raumstation da gerade so lang schrabbelt, aber die wird uns wahrscheinlich deutlich überholen. Das ist aber auch gar nicht schlecht, denn wir können dann schön weit draußen unsere Angleichung machen. Das sollte recht preiswert werden. Ja. Schwupp, jetzt müsste es bei 0 stehen irgendwo. Ja, 0,1 schon wieder. So. Good enough. 25,8 Delta V für die Angleichung. Dann haben wir einen knapp vierstündigen Orbit. Kaspasen, vielen lieben Dank für dein Abo und ja, weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Und ja, freut mich. Ein weiterer auf dem Goal-Counter für den November. Ich bemerke, dass 50 neue Abos vielleicht etwas überambitioniert war. Ich werde für nächsten Monat vielleicht mal so die 10 anpeilen oder so. Weil er scheint nur neue Abonnenten zu werten, wenn ich das richtig verstehe, in diesem Ziel und nicht bestehende, die verlängern. Weil dich hat es jetzt gezählt, aber zum Beispiel den lieben Mosambi und den Thomas AT irgendwie nicht. Naja, gut. Also, wir machen jetzt unsere Anpassung. Dann werden wir uns mal angucken. So, das können wir erstmal wegschmeißen. Brauchen wir das? Brauchen wir das? Brauchen wir das? Brauchen wir das? Nö. Ist auch der richtige Decoupler? Ja. Pop. Sehr schön. So. 41 Minuten bis zu der Stelle. Zeitraffer, wir uns kurz mal hin. So, die Station wird währenddessen wahrscheinlich mehrmals um den Minmus fliegen. Wir gucken gleich mal, ob wir dann nach der Korrektur eine Möglichkeit finden, direkt ranzukommen. Estimated Burn 5 Tage. Ich denke nicht. Ich denke mal nicht. Ja, neuer Follower und gleich ein Abo. Das finde ich aber immer schön. Ich sehe das ganz oft, dass auch neue Zuschauer, die hierher kommen. Ich freue mich natürlich auch sehr über das Stammpersonal. Das macht ja auch mit euch Spaß. Aber ganz oft tatsächlich ein Follow dalassen und relativ kurz danach, manchmal sogar so wie der liebe Kaspasen jetzt im gleichen Stream, ein Abo dalassen. Das freut mich natürlich sehr. Das werte ich als Lob und nicht als hör auf zu reden. Du bist ein alter YouTube-Gucker. Alles klar. Dann weißt du ja schon, wie der Hase läuft. Jetzt halt nur ohne Aufzeichnung. So, ich denke mal, wir werden ein paar Sekunden Burn brauchen. Das wird nicht viel sein. Wir haben gerade einen Thrust Rate von 106. Ja, ich denke, das wird reichen. So, jetzt machen wir hier ganz vorsichtig unsere Anpassung. Bloß nicht zu Fille. So, dann haben wir noch über 800. An Delta V zu an Sprit wollte ich schon sagen. Natürlich an Delta V, also Delta V und Spriteinheiten sind nicht in direktem Zusammenhang zu verstehen. So, haben wir das. So, und jetzt gucken wir mal, weil wir eiern ja jetzt hier irgendwie oben rum. So.
Im Idealfall machen wir auf der Apoapsis eine Bremsung. Und wenn jetzt unser Leben uns richtig liebt, treffen wir einfach stumpf die Raumstation in einem Abstand von weniger als 2 Milliarden Kilometer. Das tun wir allerdings nicht. So. Jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Jetzt hat das Ziel abgewählt. Ja, Sekunde. So. Also, wenn wir da reingebremst kommen, sind wir dann hier und die Raumstation hier. Das heißt, wir wollen sie einholen an der Stelle. Das heißt, wir werden noch ein bisschen mehr bremsen, damit wir tiefer gehen. So. Ich glaube, du hast viel mehr Hidden Follower über YouTube, als du denkst. Das mag sein, dass ich das habe, das weiß ich nicht. Ich sehe nur die echten Follower. Und das sind, glaube ich, 2300 zurzeit. Knapp drüber. So, dann machen wir hier mal genau so eine Bremsung mit knapp 10 Delta V in einer Stunde und 6. Und dann werden wir auf der Periapsis, sind wir dann unter dem Kurs der Raumstation oder unter dem Orbit der Raumstation. Und den werden wir dann niedriger ziehen, auch noch auf der anderen Seite, sodass wir wirklich unter der Raumstation fliegen, also in einem tieferen Orbit. Denn es ist schneller, wenn wir hier sind und sie hier. Ne? Also das wäre ja quasi hier die 180 Grad von dem Kreis. Wären wir auf der Hälfte, würde ich sagen, die Raumstation soll uns einholen. Wir nehmen höheren Orbit. Da wir aber hier reinkommen. Wartet mal, ich könnte natürlich auch ein Schwein sein, ne? Wie viel schlimmer wird es denn damit? Ich könnte natürlich dafür sorgen, dass wir eine Annäherung haben und uns dann einfach direkt reinbremsen, ne? Und ganz ehrlich, das sind tatsächlich nur ein paar Delta V, wenn ich das richtig sehe. Ist jetzt nur das richtige Verhältnis von Schub und Position finden. Pock. Und siehe da, wir sind auf 1,2 Kilometer ran. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. 400 Meter, 300 Meter. 300 Meter lassen wir mal. So lang sind auf jeden Fall keine Solarausleger. Dann kann ich nämlich schön auf die Bremse treten noch. Und das kostet uns statt 10 Meter pro Sekunde 11,6 Meter pro Sekunde. Ich denke, diese Ineffizienz kann man in Kauf nehmen. Dafür haben wir dann ein direktes Rendezvous gegen alle Vorschriften. Viel zu schnell. Mit unserer Raumstation. So. Ja, 11,6, ja, hier wird um sich geschmissen mit den Delta V, als ob es kein Morgen gäbe. So, das werden wir jetzt auch gleich wahrscheinlich mit dem RCS schnell korrigieren. Zack. Ich guck mal, wie schnell das geht, wenn wir es mit RCS machen. Das machen wir mit dem Antrieb. Das ist mir dann doch zu länglich. So, zack, alle Lichter an. Wir gehen ja jetzt schließlich in die Annäherung. Auch wenn die Raumstation noch nichts von ihrem Glück weiß. Das können wir jetzt mit RCS machen. Schub, 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 schub. So. RCS aus, Antrieb aus, Manöver aus. Und wir haben getroffen mit einer Genauigkeit von 300 Metern. Alles gut. Sehr schön. Dann kommen wir da jetzt reingeschossen. Wir werden an dem Intersect einen relativen Geschwindigkeitsunterschied von 37,2 Metern pro Sekunde haben, die wir abbremsen müssen. Das heißt, wir bleiben immer noch deutlich über den 700 drüber. Das heißt, wir geben da tatsächlich nochmal mit dem Haupttriebwerk kurz Schub, machen dann die Annäherung mit RCS-Düsen. Und dann müssen wir gucken. Wenn es richtig gut läuft, haben wir einen passenden Docking-Port am Start. Wenn es nicht so gut läuft, dann werden wir einfach in Rendezvous-Reichweite bleiben und Luis und Co. werden umsteigen. Nachdem Ingenieur da war und oder danach dann Ingenieur holen, der nochmal den Probe-Core abbaut, damit das nicht so komisch aussieht. Oder ich lasse ihn dran und
bring den runter nach Minmus, dann kann der da verwertet werden für Material Kits. Ist vielleicht sogar sinnvoller. Schauen wir mal. So. Wir könnten irgendwann später noch eine Mission machen, wo wir mit dem Ding hier, wenn sich das ein bisschen eingependelt hat, die gescheiterte Raumfähre aus dem Orbit holen und runter nach Minmus bringen und dort landen, weil mit der Kiste haben wir genug Trust Weight. Und jetzt pass auf, um die zu verwerten, um sie zu Altschrott zu machen. Ja, wir sind Weltraumschrottsammler, sind wir. So, ich mache hier mal Manöver rein. Oh, weißt du was? Wir machen einfach. Kommt noch aus der Richtung, oder? Ja. Wir machen einfach Warp hier. So, irgendwo ist der Minmus, hoffe ich. Da. Da ist der Minmus. Da ist unser Ziel. Geil. Das hat auch mal geklappt. Schwupp. Einmal um das Ganze drum. Kann man das schon in den Schatten verfolgen? Also da ist ein Schatten. Wo ist der zweite? Noch nicht. Noch nicht. So, letzter Beruhigungsschluck Kaffee. Dann lassen wir uns erstmal randriften. Kurze Ladepause, das war es aber auch schon für die Station. Also die. Ah, jetzt haben wir zwei Schatten, die sich annähern. Sehr schön. Die Station ist echt noch sehr angenehm vom Leck. Da sollten wir auch weiterhin mit großen Modulen arbeiten. Ich fand, das war auch eine tolle Lektion mit diesen großen Modulen, wenn wir die Duna-Station dann irgendwann mal in Angriff nehmen. Die werden wir direkt aus diesen großen Tundra-Modulen bauen. Weil jetzt habe ich ja langsam ein paar davon. Dass wir eine echt schöne, große, optisch schöne Raumstation haben, die aber dann auch aus sehr wenigen Teilen besteht und damit sehr angenehm zu spielen ist. So. 260 Meterchen. Das sieht gut aus. Bremst gerade hier die letzten paar Meter noch runter. Und jetzt stoppen wir das Ganze langsam mal. Denn jetzt entfernen wir uns wieder. Und Fahrzeug steht. So. Guti. Control from here. Da drüben ist irgendwo. Ich sehe es schon so ein bisschen am Rand schimmern. Nähern wir uns doch mal langsam und vorsichtig der Geschichte an. Mit unserer kleinen Antenne über dem Kopf. Oh, die habe ich auch noch schief aufgebaut. Ich bin ein Stümper. Ich bin ein Stümper. Ich habe die provisorische Antenne schief aufgebaut. Wer macht denn sowas? So. Zack. Ausrichten. Und los geht's. Das machen wir jetzt tatsächlich mit ACS. 250 Meter entfernt. Das heißt, wir können gut und gerne erstmal. Wir können ein bisschen runter. Wir können gut und gerne erstmal 2,5 Meter pro Sekunde. Dann sind das ungefähr 100 Sekunden für die Annäherung. So, ein bisschen da unten, weil hier ist das Docking-Abteil. Und ich hoffe, ich habe da auch schon irgendwelche Non-Construction Ports rangebaut. Dann wird das eine ganz einfache Geschichte. Construction Ports, alles Construction Ports. Konsequent durchgezogen. Okay, das ist zum Bauen tatsächlich und nicht zum Doggen. Tidim. Okay, ich glaube, ich muss mal kurz bremsen, weil ich sonst dran vorbeikachel. Okay, dann gleich mal kurz schauen, ob ich irgendwo noch einen normalen Dockingport finde. Das ist wahrscheinlich alles Construction, ne? Ja. So. Jetzt hüpfen wir da mal kurz rüber und untersuchen das mal. Ach, guck mal, da ist die Stelle, an die wir andocken können. Das heißt, wir können das Boot dann einfach mal rotieren. Zip. Hier wird noch Full Service beim Docking geboten. Aber wir hätten LEDs mitnehmen sollen. Um das direkt mal zu markieren. Hier ist noch ein Übergangs-Docking-Port. Hier muss irgendwann mal so ein Undock-Modul ran. Unbedingt. Unbedingt muss hier mal so ein Undock-Modul ran. Das können wir dann hier schön seitlich als Ausleger machen. Mit so Solarpanelen und so. Das wird bestimmt super. So. Und apropos super. Jetzt docken wir hier mal den Hobel an. Zack. Control from here.
Und dann gehen wir ganz spezifisch auf diesen Dockingport los. Zip. Und werden uns da mal ein lauschiges Plätzchen suchen. Nase runter. So. Gut, sehr schön. So, und jetzt geht's wieder los. Ich gehe mal in den Locked Mode, damit wir das wieder schön verfolgen können. So, ich bin locked. Diese Solarpaneele habe ich nicht gut angebaut, das gebe ich offiziell zu. So, ich verschiebe mich jetzt seitlich mit einem halben Meter pro Sekunde. Bisschen runter kann ich auch noch, um mich auf die Kiste hier auszurichten. Wir können auch schon ein bisschen vorwärts. So. Ich habe unten am Reaction Wheel noch eine LED übrig. Habe ich das tatsächlich? Nee, die sind fest verbaut, glaube ich. Wenn du das, die Dinger meinst, die sind durch den Indicator Lights Mod tauchen die dann auf. So, jetzt Höhe passt. Seitenbewegung langsamer. An der Station. Wenn ihr das da meint, das sind alles... Ach so, ah, jetzt habe ich es gefunden. Alles, danke. Jetzt habe auch ich es begriffen. So. Okay. Langsamer. Solarpaneele. Alles rein. Noch langsamer, bitte. Okay, das sieht gut aus. Und hier sehen Sie mal wieder ein erfolgreiches Docking-Manöver, gesponsert vom Clamp-O-Tron Dockingport. Ah, weich wie Butter. Sehr schön. Okay, unsere neue Kiste ist da. Ich hoffe, wir haben hier einen Ingenieur. Wir haben hier einen Ingenieur, der das gleich mal alles ummodifizieren kann. Sehr gut. Dann können wir aber den Jungs hier mal einen großen Gefallen tun. Nämlich, während wir hier angedockt sind, machen wir jetzt mal das Habitat an. Dann freuen sich nämlich alle. Dann geht hier nämlich die Habitation ein bisschen nach oben. Zumindest was die Homesickness angeht, sollte es ein bisschen besser sein. Gut, sehr schön. Ah, oh, sehr schön. Jetzt würde ich am liebsten einen Schluck Kaffee trinken. Oh, ich habe irgendwie Muskelkater. Am liebsten einen Schluck Kaffee trinken, der ist leider alle. Aber was müssen wir jetzt alles machen? Wir können mit dem Ingenieur raus. Ich weiß gar nicht, wollen wir die LEDs gleich umbauen oder wollen wir das nicht? Das entscheide ich dann, wenn ich draußen bin. So, Luis und Dings sitzen ja in ihrem Container. Die können wir gleich mal umverschiffen in ihr... Keine gute Idee, denn die haben die ganze Ausrüstung. Die müssen aussteigen. Ich glaube, beim Transfer geht das in die Hose. So, hast du dein Inventar mit dabei? Cooler Typ. So, das packen wir jetzt nämlich in diesen Container rein, einfach um sicher zu gehen. Ich möchte nicht, dass das wegkommt. Das wäre echt schade um die ganze Wissenschaftsausrüstung. Wir haben da ja so einen kleinen Safe angebaut, dann sollten wir ihn auch nutzen. Ja, sehr schön. Das hat auch alles schon mal ganz gut geklappt soweit. Jetzt müssen wir das Baby nur noch landen. Und da bin ich relativ zuversichtlich. Es ist echt auf der letzten Seite, wo ich nachgucke, oder? Da bin ich tatsächlich sehr zuversichtlich, was das Landen angeht. Damit Luis seinen Wissenschaftskollegen da abgeben kann. Und dann sich vorbereiten kann, die erste Spritfuhre zu machen, weil so fleißig, wie die da jetzt schon Sprit umwandeln, sieht das ganz gut aus, dass wir dann die erste Betankung tatsächlich relativ bald vornehmen können. Oh, wie nah muss man denn da ran? Komm schon. Ah, jetzt ja. Gut. Inventory, dein Inventory. Raus damit, den Schraubenzieher, kannst du auch gleich reinlegen, alles rein. Also ich werde da nicht alle Teile reinbekommen, aber zumindest einen Großteil.
Teil, naja, ein Großteil, also ein Teil. Nennen wir es doch ein Teil. Hopp, nochmal einen kleinen Salto, zack. Kurz klarkommen. So, ich hoffe, er rastet jetzt nicht völlig aus. Doch. So, danke. Gut, jetzt müssen wir dich in deine Tür reinstopfen. Die war auch da drüben. Und ich glaube, USI ist einfach bei CCAN noch nicht sauber eingetragen, dass es für die 131 kompatibel ist. Für die 130 geht es. Und also dann kommt es auch im CCAN mit einer 130er-Version. Deshalb gehe ich jetzt im Moment mal davon aus, dass wenn du das einfach freischaltest, was Kitty gerade meinte, dass du dann einfach installieren kannst und das müsste sofort laufen normalerweise. So. Jetzt das gleiche Spiel nochmal für Marvel. Der hat seine Ausrüstung hoffentlich auch mit dabei. Sehr vorbildlich. So, erstmal raus aus den Solarpanelen. So, wie gesagt, EV umsteigen einfach nur, um sicher zu gehen, dass diese Ausrüstung nicht verschwindet. Weil Crew-Transfer ist da teilweise ein bisschen buggy sind und dann gerne mal die Ausrüstung verschlucken, wenn man auf diesen Sitzen seine Ausrüstung mit drin hat. So. Sehr schön. Zweite Version unseres kleinen Pendlers, auch direkt mit dem ersten Testpassagier, der mitfliegen kann. So, und jetzt können wir mal gucken, ist hier denn noch Treibstoff drin? Hier ist sogar noch Treibstoff drin. Das heißt, wir könnten aus Sicherheitsgründen für die erste Landung sogar dafür sorgen. Und wisst ihr was? Ich lasse den Probe Core jetzt dran. Ich klappe hier nur den Gedönsheimer mal ein. Den braucht ja keiner jetzt mehr. Ich lasse den jetzt dran. Den zerlegen wir unten auf Minmus, weil da haben wir eine Möglichkeit, die Material Kits zu speichern. Und jetzt hätte ich gesagt, klauen wir uns doch mal hier für unseren Hauptantrieb. Für den ersten Anflug will ich einfach ein bisschen Reserve haben. Zack. So. Und dann heißt es Undock. Oder? Heißt es Undock? Nee, heißt es noch nicht. Haben wir auch einen Tank für RCS? Nö, ne? Doch, hier sind sie. Cool. Aber oh, wir sind ja sowas von vorbereitet. Meine Güte, das ist ja wie eine richtige Tankstation. Völlig abgefahren. Wir können unsere Monopropellant-Dinger noch leeren. Soweit wie irgendwie möglich. So. Sticky, 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 sticky. Ich glaube, die werden wir nicht ganz leer bekommen, weil die anderen noch relativ voll sind. Aber ist ja schon mal besser als nix. Ist ja schon mal besser als nix. Dann haben wir auch weniger Gewicht auf unserem Raumschiff drauf. Weil wir wollen ja potenziell neues Monopropellant mitbringen können und nicht selber noch zum Verbraucher werden. Hier ist auch noch ein bisschen Platz. Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Out. Ja, dankeschön. So, die sind voll. Zack. Dann können wir hier aber den nochmal nehmen und mit dem hier verheiraten. Zack, so. Ja gut, mehr Monopropellant kriegen wir hier im Moment nicht drin gespeichert, glaube ich. Da hinten ist nämlich kein Platz dafür. Schade. Na gut. Gut. Noch irgendwo Monopropellant gespeichert. Also ich, mir fällt gerade ein, ich bin ja gedockt mit dem Ding. MK12 Command Pod. Ich kann mich selber noch auffüllen. Das ist auch noch eine Idee. Ja. So, zack, zack. Dann wird das auch ein bisschen gleichmäßiger. So, dann ist nämlich unser Command Pod auch wieder befüllt mit unserem RCS, was wir für die Mission zur Verfügung haben.
Und dann können wir uns auf den Weg nach Minmus machen, um unsere neuen Freunde zu besuchen, Abenteuer zu erleben. Bla 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 bla. Andok. So. SS an. RCS an. Und wir entfernen uns erstmal ein Stück. Damit da keine Unfälle passieren. Sehr schön. Habitation-mäßig sieht's gut aus. Also Luis ist homesickness-mäßig völlig im grünen Bereich. Indefinite, da hatte ich mich mal angelesen, das ist so, wenn man 100 Tage Habitation hat, werden Piloten und ich glaube Scouts indefinite. Und ich glaube bei 500 Tagen werden auch alle anderen indefinit. Also wenn sie so viel zur Verfügung gestellt bekommen. Das wird spannend, glaube ich, für Ausflüge Richtung Duna und so, wenn wir echt lange unterwegs sind. Oder noch viel spannender natürlich, wenn wir irgendwie Richtung Yol oder sowas mal reisen. So, Extend All Solar. Schwupp. Okay, dann lasst uns doch mal gucken. Ja, genau. Location Base. Activate Navigation. Prinzipiell nicht komplett falsch. So, wir sind da. Und die Base ist natürlich im Zappendustern. Hervorragend. So hatte ich mir das auch vorgestellt. Das wäre nämlich viel zu langweilig, wenn wir mal im Hellen landen würden. Ich gehe noch ein bisschen weiter vor, dass wir Zeit haben, das Manöver dann auch durchzuführen. So, zack. Und direkt ein bisschen reinbremsen. Zack, zack, zack. So. Ich bleibe erstmal auf dem Anflugvektor. Wir müssen das eh noch korrigieren. Wir haben dann eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit, bis wir da hinkommen. So, dann gucken wir mal, dass wir nicht auf die Station zeigen. Das tun wir tatsächlich nicht. Das ist schön. Jopp. Und dann können wir uns mal vorbereiten, würde ich sagen. So, wenn ich alles richtig gemacht habe, müsste ich mit einem beherzten Druck auf G. Ah, Gott sei Dank. Ich habe es mal geschafft. Ich möchte übrigens mal einen Trommelwirbel, zumindest symbolisch, im Hintergrund hören. Ich habe es geschafft, eine Action Group einzurichten, bevor ich losgeflogen bin. Genau, die Rundumleuchte wird es erhellen. Da bin ich eigentlich auch ganz zuversichtlich. Wir haben momentan ja auch noch ganz gut Licht. Wir schauen mal, wie die Lichtverhältnisse dann werden. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Schub. 829 Delta V, das sollte reichen, dass wir sehr, sehr zivilisiert auf Minmus landen können. Jetzt erstmal einmal winken in Richtung Raumstation. Die verlassen wir jetzt nämlich in der Hoffnung, dass wir das nächste Mal mit Luis vielleicht Person. Vielleicht können wir da Dings gleich mitnehmen. Yannekai schon mal hochbringen Richtung Raumstation, um sie mit dem Shuttle abzuholen. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob wir nicht alles hätten, ne? Es ist ja nicht so, als ob wir nicht alles hätten. Ja. Also theoretisch ist ein kompletter. Eigentlich muss ich das Shuttle langsam auf den Weg machen, ne, um Yannekai dann hier mal abzuholen. Cool. Für einen Zahnarzttermin und Weltraumherpes und was es nicht alles war. So. Gut. So weit, so schlecht. Oh Gott, muss ich mir Sorgen machen wegen diesem YouTube-Link? Ist das irgendwelche epischen Fails oder sowas? Zweite Minmus-Landung, was ist das da? Cardboard-Box. Nee, das ist nicht, wo ich hin will. SCP Central Station. Aha. Nee. Ich bin, glaube ich, noch zu weit weg. Set as target. Dankeschön. Die Kurbelkette. Okay. Ich weiß nicht, was die Kurbelkette ist, aber. Ich werde es mir später mal in Ruhe angucken. Achso, das ist ein Trommelwirbel. Ah, ich verstehe. Oh, guck mal, ein halbierter Planet.
So, das ist noch nicht unser Tal. Wo wir überall waren. Meine Güte, wir haben mehr Stationen auf Minmus als auf Kerbin gefühlt. Überall haben wir irgendwas hingebaut. Abgefahren. Zweite Minmus-Landung. Da ist auch irgendwas. Mit meinen neuen SCP-Experimenten gehst du da zu bestehenden SCP? Möglich. Wahrscheinlich aber nicht. Ich würde sagen, wir bauen die in der Nähe der Basis auf. Das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. So, jetzt können wir mal gucken, dass wir eine Korrektur durchführen. Ah, die Rundumleuchte hilft schon. Sogar schon bei der Manöverplanung. Gott sei Dank haben wir die Rundumleuchte mit dabei. So, ich bleibe erstmal, wie gesagt, noch ein bisschen drüber. Bremst ist ja hier relativ einfach. So. Jetzt müssen wir halt nur aufpassen, dass wir nicht zu flach, hässlich und schnell reinkommen. Das wäre recht unangenehm. So. Aber ich glaube, das passt alles. Also wir haben im Moment eine theoretische Trust-Weight von 16,7. Die wird noch ein bisschen sinken, denke ich mal, weil wir jetzt näher an Minmus oder tiefer in Minmus Gravitationsfeld fallen. Aber ich glaube nicht, dass sie unter 15 gehen wird. Also nicht ohne, dass wir Sprit mit dabei haben zumindest. So, die Berge, da machen wir ein bisschen Sorgen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Mal gucken. Vertical Speed ist noch relativ okay. Wir haben noch 14 Kilometer zum Boden. 13. 12, das sieht aber gut aus. Jetzt, also über den Berg kommen wir auf jeden Fall rüber und hier müsste das und das übereinstimmen, sobald wir über dem Becken sind. So, und die Basis müsste auch relativ gut beleuchtet sein. Ah, shit, wir müssen noch mal korrigieren. Winkel ist nicht ganz sauber. Also, Last-Minute-Korrekturen für den Basisanflug. Also ihr seht, wir kommen da ein bisschen schief rein. So, 12 Kilometer noch. So, seitliche Korrektur sieht man auch ganz schön versetzt zur Basis. So, ist okay. Wird reichen müssen. Gut, dann schauen wir mal. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Ich denke, wir machen jetzt erstmal. Eine saubere Anbremse. Dass wir ordentlich hinkommen. Sieht gut aus. Okay. Jetzt driften wir schön drauf zu. Winkel ist gar nicht so schlecht. Da kann man noch ein bisschen korrigieren vielleicht. Vielleicht noch ein bisschen mehr. So. Ah, sehr schön. Jetzt sind wir wirklich auf Kurs. Sehr gut. Gut. 58 Meter pro Sekunde haben wir noch seitliche Bewegung drauf. Rundumleuchte ist in Betrieb und ich würde sagen, ich bremse jetzt nochmal einen ersten Schwung oder einen nächsten Schwung, um die Geschwindigkeit weiter runterzunehmen, damit wir da nicht ganz so schnell angeschrabbelt kommen. Wir haben jetzt noch 605 Delta V. Geschwindigkeit zum Ziel im Moment 14 Komma. Steigt jetzt natürlich wieder, weil wir weiter fallen. Horizontalgeschwindigkeit 20 Meter pro Sekunde. Die würde ich jetzt fast so lassen, damit wir erstmal noch so ein bisschen driften können. So, wir kommen relativ zentral, leicht seitlich versetzt rein. Das sollte aber okay sein. Wenn das jetzt über das Bremsen kontrollieren. Hier seht ihr jetzt, oh, ist doch relativ weit runtergegangen. Also 12 Komma Thrust-Weight-Ratio. Das heißt aber, wir können, wenn wir voll aufdrehen, eigentlich ruckartig bremsen, wenn es sein muss. Also die Welt wird nicht untergehen bei uns.
So, also nochmal gucken. Ja, ich glaube fast, wir müssen noch ein bisschen die seitliche Geschwindigkeit runternehmen. Das ist immer noch zu schnell. Bisschen darüber noch. Oh, jetzt lädt gerade die Basis. Tricky, tricky. Okay, jetzt gehe ich mal kurz auf wirklich seitliche Geschwindigkeit killen, dass wir da aufhören wegzufliegen. Okay, das war fast ein bisschen viel wieder. Andere Richtung. Und dann gleich noch. Dann können wir gleich mal die Richtung in die Basis korrigieren. In Basisrichtung korrigieren. Meine Güte. Das sieht doch so schlecht nicht aus. Flugrichtung ist im Moment diese. 900 Meter. Ich fange mal an, ein bisschen zu bremsen. So, ich hoffe, wir bekommen hier gleich ein bisschen Bodenbeleuchtung. Captain Caps Lock hat wieder zugeschlagen. Okay, das wären wenige 100 Meter erstmal für den ersten Anflug. Funkkontakt scheint auch schon hergestellt worden zu sein. So. Müssen wir einmal gucken, dass wir jetzt gleich am besten die. Langsam werden. Lass sie erstmal sinken. Die Äuglein in Richtung Basis drehen. Jawohl. So. Gut. Vorbereitet für die Landung. Wir kommen ein bisschen schnell noch rein. Sieht aber gut aus, dass wir jetzt mit einem kurzen Schub das ausgleichen können. SRS ist auch schon umgestellt. Ja, unter 200 Meter auf jeden Fall. Ja, Bock. Und wir machen kurz aus, halten die Kiste einfach und lassen sie einmal kurz sacken. Oder ich gehe direkt mal auf Basisanflug. Und ja, noch ein bisschen rüber, damit wir auch unsere Plug-Verbindung herstellen können. So, wir gehen jetzt schön langsam ran. Wir haben ja Zeit. Und wir haben auch die Delta V, um das zu tun. So. Und immer wenn er meint, er müsste jetzt hier wieder in den großen Sinkflug gehen, geben wir ihm noch mal ein bisschen. Okay, wo? Wo ist deine seitliche Geschwindigkeit? Da. Ich weiß gar nicht, wie weit kann man diese blöden Dinger ziehen? Die Verbindungsports. Da hat es jemand von euch im Kopf. Wartet mal, RCS-mäßig. Wenn ich jetzt einfach in Schwebeflug gehe, dann ist das in die Richtung hoch, richtig? Ja, muss.
Feindlichen an unsere Basis ran. Ich glaube, das reicht dann auch, dass wir das hier abstellen, weil das ist der Kern der Basis, zu dem gemessen wird. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier zum Rand, so bei 20, 30 Metern oder sowas. Ich verankere uns mal. Und um Unfälle zu vermeiden, mache ich hier mal im Moment erstmal aus. So, wir sind erfolgreich gelandet. Ja, eine ausgeleuchtete Landefläche wäre tatsächlich eine Idee. Der Rover steht nicht ganz ideal. Und leuchtet auch bei weitem nicht so stark aus, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Gut, aber das, was wir erreichen wollten, haben wir. Nämlich, unser Wissenschaftspersonal ist da. Und unsere Rakete ist da und wir können jetzt gleich mal gucken, dass wir die Verbindung herstellen, um die Rakete zu betanken. Und auch die Ports zu betanken, also die Außentanks, mit denen wir Sprit zur Raumstation hochbringen wollen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir im ersten Testflug dann gleich Jannekai mit. Damit sie ihren Arzttermin wahrnehmen kann. Über den Würfel kann ich, das gucke ich mir gleich mal an. Ich muss jetzt erstmal kurz eine Stelle suchen, wo ich mit Freund Blasebalg einziehen kann. Ich hoffe, hier ist im Container was frei. Vorläufig zumindest. Weil das SCP werde ich dann mal, glaube ich, tagsüber aufbauen. So, ach, wartet mal, da unten ist aber ganz viel Inventory. Ich sehe es gerade. Da ist ja, da können wir die ganzen SCP-Teile erstmal reinlegen. Dann gehen, kommen die nicht abhanden, egal was ich mit den Kerbals mache. So, hier ist nämlich Platz. Wenn hier irgendwas ist, dann Platz. Außer irgendjemand hat den MKS Ranger Anker Hub da reingeschmissen, der scheinbar riesengroß ist. Fuck. Das muss mal jemand sagen. Gebt mir einen kurzen Moment, ich muss einen Ingenieur holen, der das Ding anbaut. Ingenieur. So. Schraubenschlüssel mit dabei? Natürlich nicht. Warum auch? Warum auch einen Schraubenschlüssel mitnehmen? Wäre ja überbewertet, ne? Inventory. Zack. Schraubenschlüssel. Zack. So. Ich hoffe, man kann das auf dem Rücken oder sowas mitnehmen. Ich habe nämlich auch gerade eine Idee, was wir mit dem Ding machen könnten. Aber dafür müssen wir erstmal gucken, ob ich das transportieren kann. Sinnvoll transportieren kann. Durch mir auf dem Rücken hängen oder sowas. Sieht gut aus. In welcher Hosentasche auch immer er es versteckt hat. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower nicht schlecht, Marco James. Nicht schlecht. Für leckere Abendstreams mit Glenn Kinchy 12 Jahre. Alles klar, ich habe diesen unsubtilen Hinweis verstanden und werde mich in Bezug dieses Gebräus mal erkundigen.